aufs Herz. Ihnen ist das bestimmt auch schon mal passiert, dass Sie nur mal eben zum Supermarkt gefahren sind und dann die kuriosesten Dinge auf der Straße passiert sind. Man denkt ja immer, dass gerade bei so Langstreckenfahrten in den Urlaub ordentlich was passieren kann. Aber meist sind es so die kleinen Dinge im Alltag. Da ist mal jemand im Supermarkt vielleicht abgebogen, ohne einen Blinker zu setzen. Oder bei mir war es zum Beispiel so, dass ich vor 2 Tagen von der Arbeit nach Hause gefahren bin und fast eine Katze vor mir über die Straße gelaufen wäre. Die hat dann aber Gott sei Dank nochmal umgedreht und ist in die andere Richtung gelaufen. Hinter mir ein Fahrzeug, neben mir ein Fahrzeug. Das war eine kritische Situation. Ja, und so kommt es Tag für Tag in den Städten, auf den Dörfern einfach zu kritischen Situationen, wo Dinge passieren, mit denen man einfach nicht rechnet. Und deshalb ist es unfassbar wichtig, um gut und sicher zu fahren und um vor allem auch im Fall der Fälle, recht zu bekommen, wenn man eine Dashcam im Auto hat. Und da haben wir 2 tolle Varianten heute für unsere Zuschauer. Haben wir heute, ganz genau, Vivian. Wir haben 2 Dashcams, verschiedene Bauweisen, also beide hochinteressant. Aber wir klären mal vorab, Vivian, das fragen sich bestimmt unsere Zuschauer zu Hause auch. Mensch, was bedeutet denn Dashcam? Was ist denn eine Dashcam? Dash kommt aus dem Amerikanischen, bedeutet sowas wie Armaturenbrett vorne, ne? Wie Brett. Und deshalb Dashcam, Kamera, die filmt nach vorne. Ursprünglich hatten das mal amerikanische Lkw-Fahrer, ne, um einfach auch den Verkehr einfach zu beobachten, was die auf ihren langen Reisen so erleben, auch in Australien sehr oft genutzt. Und dann kam peu à peu eben tatsächlich die Technik hinterher, die gesagt hat, Moment, wenn die das so viel nutzen, dann kann man doch auch das ein oder andere Feature mit einbauen. Also ursprünglich und eigentlich ist es tatsächlich, um einfach so ein bisschen die Landschaft, die Fahrten und auch die kuriosen Dinge, die so passieren können, um die festzuhalten. Dann gibt es eben noch die zweite Verwendung, die tatsächlich sagt, dass so ein kleines Gerät hier, wie Sie es jetzt eben auch hier an der Windschutzscheibe dieses Fahrzeugs sehen, im Notfall tatsächlich eben auch als Beweismittel dient. Das heißt, wenn irgendwas passiert auf der Straße, womit keiner rechnet, dann ist so eine Dashcam in der Lage, durch Bewegungs- und Erschütterungssensoren zu erkennen, aha, da ist was vorgefallen. Das heißt, ich aktiviere mich in wirklich Sekundenschnelle, innerhalb von 1/1000stel Sekunde und filme erstmal mit, was da passiert. Und das ist natürlich speziell für Unfälle eine ganz, ganz interessante Sache. Natürlich will man das nicht, natürlich möchte man sich gar nicht damit befassen. Aber letztlich ist es eben so, dass sowas passieren kann. Und wir haben da richtig tolle Beispiele, wie Sie jetzt gleich sehen werden, was denn im Straßenverkehr so vorfallen kann. Mhm. Und naja, dass das nicht immer astrein ist. Wollen wir mal anfangen. Und zwar schauen Sie mal hier. Stadtverkehr. Und jetzt sehen wir hier Folgendes. Da will jemand parken, dann hält das vordere Auto. So, alles noch okay. Und jetzt fährt der zurück und fährt auf. Fährt vorne auf. Das sieht doch aus wie ein Auffahrunfall. Vivian, ganz genau. Jetzt passiert Folgendes. Die vorderen Insassen steigen aus und sagen, hey, Sie sind mir da drauf gefahren. So. Aber jetzt pass mal auf, jetzt kommt der hintere Fahrzeugführer und sagt, nee, Moment, ich habe hier meine Dashcam, die hat das gefilmt. Macht hier mal nicht so ein Drama, ihr seid schuld, weil ihr seid zurückgefahren. So. Schau mal, direkt Ruhe. Richtig, direkt Ruhe. Und vor allem, wäre der Mann jetzt ohne Dashcam unterwegs gewesen, könnte er das nicht beweisen. Und die beiden Menschen vorne hätten tatsächlich eine große Chance, dass sie Recht bekommen mit der Behauptung, dass der aufgefahren wäre. Recht haben und Recht bekommen sind ja bekanntlich 2 verschiedene Paar Schuhe. Ich meine, das hat man schon in ganz vielen Situationen einfach so gesehen. Aber jetzt gerade wie in diesem Fall, Andreas, muss ich ehrlich sagen, das hältst du dir ja ein Leben lang vor. Da sagst du dir, ich war es nicht schuld, ich wurde hochgestuft in der Versicherung, ich zahle den Schaden an meinem eigenen Auto noch selbst bei einer Teilkasko. So ist ja ärgerlich. Absolut ärgerlich. Ne? Und dann eben die Folgekosten. Du zahlst ja jahrelang mehr. Du wirst einmal hochgestuft, aber das bleibt dir viele Jahre lang. Ne? Also, das ist auf jeden Fall immer ein Risiko, wenn man ohne sowas unterwegs ist. Wir haben noch einen Fall, schauen Sie mal. Da geht es um Schneiden und Spurwechsel auf der Autobahn. Hier, der fährt vorne rein, ne? Und das ist übrigens ein Zuschauervideo und zack, kracht's. Jetzt würde natürlich die Polizei sagen und auch der Richter, ja Moment, Sie müssen genug Abstand halten. Aber wie soll der das denn machen? Du kannst ja nicht damit rechnen, dass direkt vor dir jemand reinzieht. Also auch hier eine Dashcam im Auto, ein wirklich tolles, tolles Mittel, um seine eigene Unschuld zu beweisen. Wahnsinn, liebe Zuschauer, muss ich wirklich sagen. Hier vor allem für so kleines Geld, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, denn da liegen wir bei 28,41 Euro. Das natürlich im Fall der Fälle. Und wie gesagt, wir klopfen hier bitte mit jeder Aussage auf Holz. Und wir hoffen, dass Sie diese Dashcam nur nutzen, um schöne Aufnahmen zu machen.
Aber für den Fall der Fälle, dass sie auch wirklich Recht haben und Recht bekommen. Und darum geht's, und da ist 28,41 Euro wirklich ein Witz gegen diese Gefühle, die man da, glaube ich, ganz, ganz lange Zeit haben würde, wenn sowas passiert und man da zu Unrecht beschuldigt werden würde. Bestellnummer lautet übrigens NX4249 und die 569. Und die ist ja auch super einfach in Betrieb zu nehmen. Super einfach in Betrieb zu nehmen. Und wir haben hier astreine HD-Auflösung mit einem 140-Grad-Weitwinkel. Also wirklich ein optimales Aufnahmefeld. Natürlich auch für die Urlaubs. Natürlich auch für die lustigen Videos während der Fahrt. Du kannst sie natürlich auch nach innen drehen, kein Thema. Und dann nimmst du mal zwischendurch das Liedchen auf der Ferienfahrt mit den Kindern oder mit den Enkeln auf. Das ist natürlich toll und zeigst es dann den Eltern. Ne? Das ist ja auch eine schöne Sache. Aber, liebe Zuschauer, der Sicherheitsaspekt, das ist natürlich bei so einer Dashcam etwas, wo wir immer das als Argument im Hinterkopf behalten sollen. Denn es gibt auch kuriose Dinge, die passieren können. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da kommt nämlich von vorne was geflogen. Und damit rechnet ja keiner. Schauen Sie mal. Oh, boah. Oh. Und das war jetzt die Stoßstange vorne am Fahrzeug. Wir wollen uns nicht vorstellen, was passieren würde, wenn so ein Reifen etwas höher einschlägt. Und jetzt erklären Sie mal der Versicherung, da ist ein Reifen gegen das Auto geflogen, ohne dass du einen Nachweis hast. Weil der prallt ja irgendwie wieder zurück und bleibt dann irgendwo im Wald liegen. Den findest du ja nicht wieder. Außerdem darfst du an der Autobahn nicht anhalten. So ist es doch. Und dann ist natürlich hier auch der Nachweis. Ne? Hier, da ist mir was gegen das Auto geknallt. Beispielsweise auch beim Wildschaden. Wildschaden ist ganz schwer nachzuweisen bei der Kfz-Versicherung. Weil da wurde in der Vergangenheit oft betrogen. Ne? Da wurde das Auto irgendwo angefahren. Eigenes Verschulden, dann würde gesagt, das war ein Reh, das war ein Hase. Pustekuchen, hat die Versicherung gesagt. Mit so einer Dashcam kann man es endlich nachweisen. Es ist ja der absolute Oberhammer. Ja, du hast es gesagt, gerade natürlich auch in so Situationen rechnet man einfach nicht damit. Und deshalb merkt man sich vielleicht auch keine Kennzeichen oder Ähnliches. Und da ist das einfach was sehr, sehr Sicheres, liebe Zuschauer, was Sie jetzt hier an dieser Stelle bekommen. Für 28,41 Euro unter der Bestellnummer NX4249 und der 569. Und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass auch ich zum Beispiel eine Situation hatte, wo ich auf dem Weg zur Arbeit war und vor mir ein Auto gefahren ist mit zwei jungen Burschen drin. Und offensichtlich haben diese jungen Burschen es sich zum Spaß gemacht, ja, mal ein bisschen auf die Bremse zu treten oder mal ein bisschen Gas zu geben. Und ich habe mich in meiner Sicherheit einfach gefährdet gefühlt. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ja. Habe dann dementsprechend natürlich auch überholt, wie Murphys Gesetz es möchte. Sie glauben es nicht, die Polizei kommt mir entgegen und sagt, warum haben Sie hier überholt? Habe ich das erklärt? So, jetzt saßen da vorne zwei Leute. Ich war alleine im Auto. Sie können sich vorstellen, wie das Ganze ausgeht. Wird wahrscheinlich noch Jahre an mir zerren. Deshalb, liebe Zuschauer, eine Dash. Wie gesagt, eine schöne Variante. Wir haben jetzt aber einen Rückspiegel. Das ist ein Rückspiegel und zwar ein vollwertiger Rückspiegel, liebe Zuschauer. Aber wir haben gleichzeitig eben noch die Funktion, dass wir nicht nur eine Dashcam eingebaut haben, sondern es ist gleichzeitig auch eine Rückfahrkamera. Und das ist natürlich jetzt hier wirklich ein echtes Multitalent, denn Sie sehen schon, das ist ein XXL-Rückspiegel. Das heißt, du hast wirklich eine richtig große Sichtfläche nach hinten, denn, und das ist ja das Schöne, beim ganz normalen Fahren ist diese Display-Funktion deaktiviert. Die siehst du gar nicht. Du siehst komplett astrein nach hinten. Ich finde das richtig, richtig klasse. So, wie wird das Ganze befestigt? Schauen Sie, liebe Zuschauer, wir haben hier hinten ganz, ganz simpel so ganz, ganz straffe Gummihalter. Mit denen befestigen Sie, klippen Sie quasi Ihren neuen Rückspiegel, Ihre Dashcam, auf Ihren bestehenden Rückspiegel. Und das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Sache. Ich habe das vorher schon ausprobiert. Das sitzt bombenfest. Und dann sehen Sie auch gleich das Wichtige. Hier ist die Dashcam versteckt. Das heißt, auch ganz unauffällig. So, und der Vorteil natürlich eines solchen Systems, Vivien, ist, du hast nach vorne ein komplett freies Sichtfeld. Du hast nichts in der Windschutzscheibe zusätzlich angebracht. Das kann ja tatsächlich sein, dass dich sowas stört. Ja. Dann fährst du mit Sonnencam natürlich hier am besten. Gerade wenn man natürlich auch ein Navigationsgerät vielleicht noch an der Windschutzscheibe befestigt hat oder es Ihnen einfach ein gutes Gefühl gibt, alles zu sehen. Ich finde es Wahnsinn, wie man wirklich im ausgeschalteten Zustand der Dashcam nichts erkennen kann. Ja. Wirklich absolut gar nichts, wie ein Rückspiegel. Und jetzt, welche Funktion hast du hier angewählt, dass wir mich sehen?
Das ist jetzt die Dashcam-Funktion. Ne? Das ist die Funktion, nach vorne filmen. Und das kann ich natürlich auch machen. Toll natürlich auch für Urlaubserlebnisse, für Ferienreisen, aber natürlich auch dann für die brenzligen Situationen. Und hier Full-HD-Qualität. Bei unserem ersten Modell, was wir vorher besprochen haben, waren wir bei HD. Hier haben wir jetzt Full-HD und man sieht es eben auch schon. Guck mal, wie astrein diese Aufnahme ist. Besser kriegen es unsere Fernsehkameras hier auch nicht hin. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben diese tolle Funktion der Rückfahrkamera. Das ist so eine Erleichterung, liebe Zuschauer. Die ganz aktuellen, die modernen Autos, die haben das schon. Aber die älteren Autos, 5, 6 Jahre, da ist das nicht drin. Und hiermit holst du dir eine Rückfahrkamera ins Auto. Wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, hast du automatisch hier vorne im Bild nach hinten und zusätzliche Sicherheit. Wunderbar. Auch das, liebe Zuschauer, ist natürlich ein Traum. Gerade wenn man sich beim Rückwärts-Einparken nicht ganz so sicher fühlt, ist das auch eine feine Sache. Aber vor allem finde ich schön, dass hier die Windschutzscheibe einfach frei bleibt, dass man, wie gesagt, hier die Dashcam integriert hat, aber freie Sicht vorne raus hat. Also sehr, sehr schön. Wie gesagt, vor allem auch die hochauflösende Aufnahme, die Sie jetzt hier letztlich bekommen, wo Sie wirklich alles sehen und erkennen können. Und ich muss wirklich sagen, es liegt mir immer noch im Magen, diese Videos, die wir uns da angeschaut haben. Wir machen noch weiter, Vivien, das war noch nicht alles. Ach, wirklich? Ja, liebe Zuschauer, Sie dürfen noch ein bisschen was genießen, denn es passiert natürlich nicht nur Dinge, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber nicht ganz mit rechten Mitteln zugegangen, da hat irgendjemand sich nicht straßenverkehrskonform verhalten. Es passieren auch kuriose Dinge. Und zwar an der Kreuzung bei einem LKW, der abbiegen möchte und einem Transporter. Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Gucken Sie sich das mal an. Ne? So schnell kannst du dein Smartphone ja gar nicht zücken, wie das da passiert. Und das hast du alles hier drauf. Ist eine lustige Sache. Zum Glück, da ist niemand zu Schaden gekommen. Oder hier zum Beispiel, pass mal auf. Auch, ne? Das kann natürlich schon gefährlicher werden. Das muss man ganz klar sagen, wenn ein Fahrzeug vorne Ladung verliert. Das ist natürlich niedlich. Oh. Ne? Hier ein bisschen ein tierischer Straßenverkehrsteilnehmer. Wow. Hier auch, die da. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Wild auf der Straße, auch immer eine Lehrbrenzlung. Ui, das war aber knapp, würde ich sagen, oder? Strommast fällt auf die Straße. Erklär das mal jemandem. Das kann man nicht erklären. Kannst du nicht. Das ist natürlich das Schöne, wenn Sie zu Hause solche Geschichten erzählen und die dann eben auch gleich noch filmisch abspielen können, ist das eine tolle Sache. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Das ist natürlich auch schön mit den Dashcams. Das glaubt einem ja keiner, wenn man denen sowas erzählt. Mir sind da, keine Ahnung, was entgegengeflogen oder ähnliche. Aber dient das Ganze denn wirklich als Beweismaterial? Ist das zugelassen? Absolut. Ganz, ganz wichtige Frage, liebe Zuschauer, die wir an der Stelle natürlich auch beantworten möchten. Seit Mitte 2018 sind Dashcams als Beweismittel vor Gericht zulässig, wenn es zu Streitigkeiten kommt, speziell beim Zivilprozess, wo es um Geld geht. Und da gibt es auch einen aktuellen Vorfall in den Medien. Da hat eine Autofahrerin beispielsweise gesagt, ich wurde angerempelt von der seitlich, ich wurde angefahren. Der Unfallteilnehmer, der mit verwickelt war, hatte zum Glück eine Dashcam in seinem Auto und hat dann das Gegenteil bewiesen, nämlich dass die Fahrerin des Fahrzeugs ihn angerempelt hat. Normalerweise ist ja immer so, das schwache Geschlecht, Frau und Mann, und Männer haben ja sowieso immer so ein bisschen das Rauditum vor Gericht. Das wird ja immer so ein bisschen unterstellt. Deshalb ist es natürlich gut, wenn man hier sagen kann, ich als Mann, ich war hier unschuldig, ich habe wirklich mich nicht falsch verhalten. Aber das ist schon der Wahnsinn, oder? Ja. Jetzt stellen Sie mal vor, der Mann hätte das zahlen müssen. Der hätte sich, wie gesagt, sein Leben lang Vorwürfe dafür gemacht und hätte gesagt, ich hätte entweder für 28,41 € oder für 66,41 € so eine tolle Dashcam haben können. Sie sehen es, super präzise natürlich auch hier gemacht bezüglich der Aufnahmequalität. Super einfach in Betrieb zu nehmen, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und vor allem noch ein weiteres Thema. Sehr, sehr wichtig, auch jetzt bezüglich der Urlaubsfahrten. Ja. Denn ich persönlich, liebe Zuschauer, finde auch eine Dashcam immer toll zum Mitnehmen in den Urlaub. Hier sehen Sie mal, wie man die dann ganz einfach und simpel auch anbringt. Kann man mit der Rückfahrkamera, muss man aber nicht natürlich nutzen. Nicht machen, ja. Genau, können Sie, müssen Sie nicht. Ganz wichtig zu erwähnen. Jetzt stell dir mal vor, gerade in Paris zum Beispiel, in Frankreich, da fahren die ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Da hat man ja sowieso schon Angst. Dann ist man der französischen Sprache dann auch fremd.
Kind kann sich dann nicht verständigen, oder? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ganz genau. Da ist es hilfreich, wenn du dann den Behörden im Ausland vor Ort diese Filme zeigen kannst. Mhm. Ne? Wo du sagen kannst, schauen Sie, ich kann es zwar nicht erklären, ich bin der Sprache nicht mächtig, aber hier, ich habe dieses Video gemacht, da können Sie sich das alles angucken. Mich trifft an dieser Situation keine Schuld. Und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Beispiel. Ganz wichtig auch für Sie, liebe Zuschauer zu Hause. Das ist wirklich eine klasse Sache. Und man muss natürlich eines sagen, unsere Rückspiegel, Dashcam und Rückfahrkamera verfügt auch über Nachtsicht. Das bedeutet, meine Aufnahmen, die ich hier anfertige, die werden auch nachts messerscharf dargestellt. Das bedeutet hier keine Einbuße. Wir haben hier Infrarot-Sensoren mit LEDs, die eben dann auch für die entsprechende Ausleuchtung sorgen. Und das ist natürlich extrem klasse. Ihre Bestellnummer, die brauchen Sie noch. NX6104 und die 569 kann man, wie gesagt, auch super einfach dann in Mietwagen mitnehmen. Gerade da kann es ja auch teuer werden, wenn es mal zu irgendeiner Situation kommen sollte. Hier müssen Sie dann nicht versuchen, sich mit Händen und Füßen oder Dolmetschern zu verständigen. Hier haben Sie ein Video, das Bände spricht. Hier sehen wir mal die Rückfahrkamera. Ja, übrigens. Genau, ganz tolle Aufnahme. Ja. Dann mit Datumstempel und auch Zeitstempel gibt es gleich mit dazu. Sie benötigen noch Ihre Bestellnummer und das ist die NX6104 und die 569 für 66,41 €. Eins bleibt bei beiden Dashcams gleich und das ist das Speichermedium, das wir Ihnen hier jetzt anbieten dürfen. 32 GB Intenso. Absolut, das ist natürlich eine Dashcam, ist alles und ist nichts ohne Speicherkarte, das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier wirklich Intenso-Qualität, die kennen Sie wahrscheinlich. Wir haben 32 GB für beide Dashcams, die wir Ihnen vorgestellt haben. Absolut die passende Speicherkarte. Es ist sogar noch ein Adapter dabei, wenn Sie sagen, Sie möchten Ihre Aufnahmen dann am Laptop oder am Notebook überspielen oder nochmal angucken oder einfach auch bearbeiten. Das kann ja auch sein, zum Beispiel die Urlaubsfilmchen. Hier gerne auch Vivian auf jeden Fall als Tipp ein, zwei oder sogar dreimal mitnehmen, weil preislich sind wir hier natürlich wieder extrem günstig. Ja, 8,46 €, um genau zu sein. Und liebe Zuschauer, das unter der Bestellnummer PX9965 und der 569. Ich würde auch mehrere bestellen, allein für die Kamera, für die Urlaubsfotos und Bilder und Videos, die Sie machen möchten. Aber auch ganz wichtig, bei der Dashcam zugreifen. Haben Sie sich für das erste Modell entschieden, dann war das 28,41 € TV-Sonderpreis und Bestellnummer NX4249 und die 569. Absolut brauchbare Technik für den Einsteigerbereich. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, Dashcam habe ich noch nicht, kenne ich noch nicht, will ich endlich mal ausprobieren, dann ist das Ihre neue Dashcam in HD-Qualität. Ganz einfach zu installieren mit Erschütterungs- und Bewegungssensor. Sie sind so für alle Eventualitäten gerüstet und auch hier ein extrem günstiger Preis für diese spannende Technologie, an der Sie auch viel Freude haben werden. Sie sehen es an diesen Aufnahmen. Meistens nimmt man als Autofahrer die Umgebung ja gar nicht wahr. Deshalb, liebe Zuschauer, jetzt zugreifen und bestellen 28,41 € für die Variante. Wir probieren es mal aus. Bestellen nochmal NX4249 und die 569. Wenn Sie aber sagen, wenn schon und ich möchte in der Mitte auch nichts hängen haben und eine Rückfahrkamera, die wäre auch was Schönes, 66,41 € dann jetzt zugreifen. Und das auch noch als Rückspiegelfunktion im XL-Format, muss man wirklich sagen. Richtig klasse, der absolute Tipp. Hier sehen Sie es nochmal in Groß und in HD. Übrigens, Ihre neue Rückspiegel-Dashcam, die fertigt Full-HD-Aufnahmen an. Also wirklich ganz, ganz erstklassig. Gleichzeitig haben wir noch eine Rückfahrkamera, sehen Sie hier. Also auch hier, das ist schon richtig tolle Technik, wo sich, ja, da kann man sich tatsächlich begeistern. Und Sie können Ihrer Ehefrau oder auch Lebensgefährtin, Freundin was Gutes tun, wenn Sie vielleicht das ältere Fahrzeug hiermit aufrüsten und was ganz Hochmodernes einbauen. Gerade beim Rückwärtsfahren ist das ein Sicherheitsgewinn. Und vor allem natürlich, wir haben bei einem Unfall immer die Sicherheit, dass wir beweisen können, wenn wir unschuldig waren. Das ist toll. Vor allem, liebe Zuschauer, für 66,41 €. Bestellnummer lautet NX6104 und die 569. Toll auch zum Mitnehmen für Mietwagen. Wir hatten das Thema schon, wo man sich einfach unsicher ist oder einfach auch gerüstet sein möchte, weil man zum Beispiel der Sprache nicht mächtig ist oder einfach nicht in so
unangenehme Situation verwickelt sein möchte. Vielleicht ist ja auch etwas, dass Sie gar nicht involviert sind. Davon hoffen wir natürlich oder davon gehen wir aus. Genau, Sie sind Zeuge, Sie haben was mitgesehen oder hier, wie gesagt, auch festgehalten über die Dashcam. Dann ist das natürlich umso besser. Und wir hoffen natürlich, dass Sie mit Ihrer Dashcam einfach nur wunderschöne Panoramaaufnahmen machen werden. Von Kuriositäten wie wandernden Wildschweinchen oder auch anderen süßen Dingen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen gute Fahrt, vor allem auch sichere Fahrt. Aber so eine Dashcam ist ganz einfach unfassbar wichtig, wie wir heute gelernt haben. Deshalb dürfen Sie jetzt zugreifen und bestellen.